Hallo zusammen, heute stelle ich euch 5 Produkte vor aus der Drogerie, die mir echt ans Herz gewachsen sind und die ich immer benutze, also fast täglich benutze. Beginne ich mit etwas völlig unspektakulärem, aber sehr wichtigem, einem Calcium-Nagellack. Calcium-Nagellack von der Firma Manhattan, gibt es nicht von allen Firmen. Ihr seht, da ist noch die Hälfte ungefähr drin. Den benutze ich als Klarlack, also nur oder eben auch als Unterlack. Dadurch haben die Nägel, werden sie gestärkt durch Calcium und sie haben eben diesen schönen Glanz und sehen nicht so stumpf aus. Also dieser Calcium-Lack ist also für mich ein absolutes Must-Have zur Pflege meiner Fingernägel. Ich mache das auch auf die Fußnägel, also auf alle Nägel, die man so hat. Und dann habe ich jetzt noch 4 weitere Produkte. Okay, 3 davon sind von L'Oréal, weil ich verschiedene Sachen getestet habe von verschiedenen Drogeriemarken und L'Oréal, muss ich sagen, ist mir wirklich eins der liebsten. Also für mich besonders dieses Age Perfect. Beginnen wir gleich mit dieser wundervollen getönten Tagescreme aus der Age Perfect Linie. Das ist, ich habe sie auch drauf. Die Produkte, die ich jetzt vorstelle, habe ich auch drauf. Sowohl Nagellack, diese getönte Tagescreme. Für Frauen, die es unkompliziert wollen. Es ist eine getönte Tagescreme mit Vitamin E, Shea Butter. Ist sehr pflegend. Ihr habt den ganzen Tag, wird der Haut Feuchtigkeit gespendet. Es sieht erstmal sehr dramatisch aus. Ich kann es gerne mal vorführen. Die sieht, ich sage mal, diese Apachenfarbe. Die ist wirklich erstmal oha. Schaut mal. Sie ist so rötlich, kommt das daher. Kann man das sehen? Ja. Und ich war, wie gesagt, sehr skeptisch und dachte, na gut. Was sich von Vorteil erwiesen hat, wenn man diese Creme nicht auf die ganz trockene Haut aufträgt. Also wenn ihr eure normale Tagespflege aufgegeben habt und die Haut noch so ein bisschen jetzt nicht glänzt, aber eigentlich sofort danach, sofort gebe ich diese Creme auf und am besten mit dem Finger. Und man hat sofort diesen Glow, ihr seht das ja, dieses glänzende, diese Yoga-Skin-Haut, ohne jetzt ein Öl zu benutzen und einen Highlighter zu benutzen und eine Foundation zu benutzen und da dieses Rumgepampe und Rumgeschmiere. Also mit diesem, für 10,95 glaube ich, kostet diese getönte Tagescreme, ist sehr ergiebig, ist immer noch über die Hälfte drin. Die können jetzt auch 30-jährige Frauen nehmen. Also das, man muss jetzt nicht unbedingt älter, also ne, im besten Alter sein. Obwohl das beste Alter ist ja immer zu jeder. Also ob man 30, 40, 50, 60 ist, das beste Alter ist immer. Also eine sehr schöne Alternative zur herkömmlichen Foundation. Zur herkömmlichen Foundation-Routine. Wenn es schnell gehen soll, Frauen, die berufstätig sind und einfach so einen frischen Glow auf dem Gesicht haben. Durch diesen, das ist so ein Glow wie von der Sonne geküsst. Und ich... Das ist unbezahlte Werbung, ich habe das nicht zugeschickt bekommen, das ist meine freie Entscheidung. Ich sage euch das ohne Schmuh. Ich bin wirklich ein totaler Fan dieser getönten Tagescreme geworden. Nun habe ich jetzt auch eine unkomplizierte Haut und muss da nicht viel abdecken, aber zum Abdecken gibt es ja einen Concealer. Und genau aus dieser Reihe gibt es aus der Age Perfect Linie Reihe auch den Concealer. So, dieser Concealer, es ist ein cremiger Concealer mit einem sehr schönen Applikatorschwämmchen, wo ihr gezielt, jetzt nicht wie eine Palme euch das auf die Stirn malen, überall hin, sondern gezielt Rötungen oder Unebenheiten oder Augenringe, also diese Augenschatten abzudecken. Und das Geniale an diesem Concealer ist, dass er sich nicht in den Fältchen absetzt. Jedenfalls bei mir nicht. Ich konnte es nicht feststellen. Es ist ein geniales Produkt, vorausgesetzt, ihr gebt jetzt nicht noch Puder dann darüber. Also die Augenpartie schön pflegen, eine feuchtigkeitsspendende Augencreme aufgeben, dann den Concealer leicht mit dem Finger einklopfen. Das macht sich immer besser, diese Produkte, diese zart schmelzenden Produkte mit den Fingern aufzugeben, weil durch die Wärme eurer Finger, ne, könnt ihr das Produkt besser einarbeiten. Es verbindet sich besser miteinander, also Haut und Produkt. So, Concealer, wie gesagt, um abzudecken, Rötungen abzudecken, um zu kaschieren. Diese beiden Produkte. Ein cremiges Rouge von der Judith. Von der Judith Williams, mein absoluter Favorit. Ich glaube, ihr könnt es schon nicht mehr sehen. Ne? Seit 2 Wochen. Ich liebe es. Es ist, ich nenne es Farbe Nektar, ich bin ja leider schon mit dem Finger irgendwie reingedatscht. Es ist ein ganz cremiger Auftrag mit diesem
mit diesem Rouge möglich, um euch die berühmten, schönen, frisch, gesund aussehenden Apfelbäckchen zu malen. Also es ist eine tolle Kombination, der Concealer, diese getönte Tagescreme und dieses Rouge. Es ist ein mattes Rouge, es ist nicht glänzend, da sind keine Glitzer, Glanzpartikelchen drin. Ist ein natürlicher Blush, ein natürlicher Cream Blush. Und auch wenn ihr jetzt denkt, nee, ich vertrage das nicht, das verrutscht mir, da verrutscht nichts. Also ich finde, es verrutscht eher ein Puderrouge. Ja? Also verrutscht, dass es so ein bisschen streifig werden kann. Weil dieses cremige Rouge mit eurer Haut sich verbindet, mit der Foundation. So, und was haben wir noch? Ja, mein Lippenstift. Der ist jetzt auch schon dem Ende, hat er sich geneigt. Das ist dieser Rich Shine, Color Rich Shine. Diese Farbe ist ein Nude Tone. Den habe ich auf den Lippen drauf, Farbe 642. Ich hoffe, dass der nicht auch wieder rausgeht, weil wir kennen das ja alle. Ne? Man gewinnt ein Produkt lieb, nach langem Suchen hat man es endlich gefunden und auf einmal ist es weg. Heißt es, wir haben ein neues Sortiment, die Farbe gibt es nicht mehr. Aber ich denke mir, Nude-Tone, den werden sie nicht rausnehmen. Das Schöne an diesen Lippenstiften, sie haben einen sehr cremigen, smoothen, schönen Auftrag. Die Lippen sind sehr gepflegt und selbst wenn ihr sehr trockene Lippen habt und der Geschmack, genau, der Geschmack ist auch wichtig. So, das ist, finde ich, eine sehr schöne Farbkombination. Also, meine Lieblingsprodukte aus der Drogerie. Da haben wir Manhattan, den Calcium-Nagellack, die Judith mit ihrem schönen Cream Natural Blush und also diese beiden kann ich euch wirklich ans Herz legen, besonders wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt. Es hat nicht immer unbedingt damit was zu tun, wenn ihr ein teures Produkt kauft, dass es besonders toll sein muss. Das muss nicht sein. Man bezahlt eben oft den Namen auch mit oder weil es gehypt ist, weil es gerade in ist. Ich stelle euch ja meistens Sachen vor, die gar nicht jetzt so mit der Masse mitschwimmen, die so ein bisschen aus der Masse heraustreten, die mal sehr aktuell waren, wie Bobby Brown zum Beispiel, ja. Sieht man ja kaum noch. Videos überhaupt nicht darüber. Man sieht immer nur von, na, ihr wisst selber, was man immer so heutzutage sieht, was eben so gehypt wird durch Instagram. Das sind eben, das ist ein Vor- und Nachteil von Social Media. Ja, aber ich bleibe gerne bei altbewährten oder wenn ich etwas entdeckt habe. Und diese Produkte aus der Drogerie, die sind wirklich Oscar-verdächtig, sage ich mal. Ich mag sie unglaublich gerne. Ich vertrage sie sehr gut. Und ich stelle die ja schon länger vor und habe also von euch auch erfahren, von einigen Mädels, die haben sich auch diese Produkte gekauft und sind begeistert. Also, so schlecht oder so falsch können wir ja da nicht liegen. So, das war jetzt mal Kurzinfo. Make-up-Produkte aus der Drogerie für euch vorgestellt. Könnt ihr mit bestem Wissen und Gewissen empfehle ich sie euch. Und ihr, wenn ihr sie euch zulegt und feststellt, nee, das ist doch nicht so mein Ding, ihr könnt es ja zurückgeben. Die sind ja sehr fair, sowohl bei DM als auch bei Rossmann, dass sie dann fragen, okay, haben sie es nicht vertragen, gefällt es ihnen nicht oder so. Natürlich nicht, wenn das Produkt alle ist, ne, oder wenn ihr es halb aufgebraucht habt. Also ihr probiert es aus, stellt fest, nee, das ist es nicht, dann kann man das also getrost wieder zurückgeben. Ja, aber ich denke, es ist immer hilfreich. Ich nehme auch immer gerne Tipps an, wenn ich irgendwas höre, ne? Oder ein Rat hier, hör mal das und hör mal das und hör mal das und hör mal dies, hast du das schon probiert? Das ist immer schön, besonders wenn dann jemand sympathisch ist, nimmt man das ja gerne an. Ne? Und ihr kennt mich ja jetzt schon eine Weile und hört mich schon seit anderthalb Jahren. Insofern dachte ich mir, das muss jetzt auch mal sein. Ein paar Empfehlungen aus der Drogerie für meine lieben Zuschauerinnen. So, für die Mädels, die neu auf meinem Kanal sind, ich muss das auch mal wieder sagen, ich vergesse das immer wieder, ich mache keine gute Eigenwerbung, muss ich echt sagen, ich bin wirklich schlampig dann mit mir selbst. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Ich lade eigentlich immer dienstags, donnerstags und samstags ein Video hoch und ab und zu auch zwischendurch jetzt so ein paar Vlogs, manchmal sind es auch 5 Videos in der Woche. So, ich beende auch dieses Video wie immer mit dem Satz, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Habt eine schöne Zeit und bis bald und danke fürs Zuschauen.